Ich mache dann alles fertig und sende Ihnen dann noch die Karte zu. Ja, sicher. Könnte aber etwas dauern. Bin beruflich unterwegs. Nähe ist einfach, weil Sie die Sparkasse immer erreichen können. Von zu Hause, mobil und in der Filiale. Ist das für dich? Die Super Sommer Werbewochen beim Elsterwelle Fernsehen. 2:1 heißt es im August. 2 Wochen lang werben und nur eine bezahlen. Sind Sie jetzt neugierig geworden? Dann rufen Sie doch einfach an. 03571 42540. Hoyerswerda 42540. Elsterwelle. Wir bringen Sie ins Fernsehen. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu Ihrer Drehscheibe Lausitz am Dienstag. Voraussichtlich im September sollen die ersten Mieter in die sanierte ehemalige Musikschule in der Hoyerswerda Altstadt einziehen können. In einem Bereich des Hauses hat sich Planer Thomas Gröbe bei den Umbauarbeiten auf Spurensuche zur Historie des Gebäudes gemacht. Die einstige Musikschule ist 1896 als erste Stadtschule in Hoyerswerda eröffnet worden. Der Bau dauerte damals nur gut ein Jahr. Trotzdem ist die Sanierung alles in allem mit wenig Überraschung gelaufen. Ich denke, es ist eine solide Qualität und man muss sagen, wenn so ein Gebäude in einem Jahr errichtet wurde, es sind natürlich deutlich weniger Bauprozesse dabei als heute. Also im Grunde genommen diese ganzen Nassprozesse, wo wir heute Estriche einbauen, die dann wochenlang trocknen müssen, das gab es hier alles nicht. Also hier ist eine Decke gelegt worden, dann kam eine Dielung drauf und die Dielung war dann eigentlich auch der fertige Fußboden, die natürlich auch ihren Charme hatte, nicht? Und in dem Sinn, ja, ein solides Gebäude. Beim Mauerwerk gab es ein paar Haken. Das ist, wenn man den Putz abgeschlagen hat, hat man insbesondere auch bei der ersten Giebelwand zur Nordseite, ja, da hat man dann gedacht, vielleicht war da auch die Lehrlingskolonne mit dabei. Also das gab es auch früher schon, dass man jetzt nicht ganz so akkurat war. In einem Aufgang, den Thomas Gröbe betreut, werden die alten Lehmdecken erhalten. In den vergangenen Wochen mussten dazu die Dielen entfernt und der Unterbau gereinigt werden. Hunderte Eimer des Lehm-Stroh-Gemisches wurden da zuerst heraus und dann wieder hereingetragen. Ein Aufwand, der sich aber lohne. Ja, im Grunde genommen, die Lehmdecke liegt ja zwischen allen Geschossen, außer zum Keller. Dort haben wir diese massive Decke. Das heißt, wir haben auch zwischen den einzelnen Wohnungen, also quasi eine gesunde Decke, muss man sagen, und die über den Lehmanteil auch eine gute Akustik hat. Und aus der Nutzung des Schulgebäudes war es so, dass das Gebäude ohnehin schon damals so konstruiert wurde, dass über die Stärke der Holzbalkendecke und den Lehmeinschub sehr viel getan wurde, dass zwischen den Klassenzimmern auch Ruhe herrschte. Also anders als bei Wohnbauten aus jener Zeit wurde hier schon damals ja etwas besser gebaut. Neben der immensen Arbeit mit dem ganzen Prozedere gab es für den Hobbyforscher dadurch aber auch eine stattliche Anzahl Funde. Es ist schon interessant, was sich im Laufe der Jahrzehnte durch die Ritzen der Dielen den Weg nach unten gebahnt hat, beziehungsweise vermutlich beim Bau selbst oder Reparaturen liegen gelassen wurde. Ja, also im Grunde merkt man erstmal, das Gebäude ist wirklich alt und man kann erahnen, wie viele Generationen von Schülern eigentlich dieses Gebäude durchlaufen haben. Sei es, dass man diverse Geldstücke gefunden hat, die über das Dritte Reich bis über die Anfangsjahre der DDR und die Restjahre der DDR laufen, sei es über Kinderauszeichnungen, die von dem Abzeichen der Hitlerjugend bis zum Abzeichen für gutes Wissen gehen. Und dann die verschiedenen Schreibutensilien von dem alten Federstift, den alten Federn, bis hin zum Faserstift aus DDR-Zeiten war eigentlich alles zu finden. Einige der Fundstücke werden nicht bei Thomas Gröbe bleiben, sondern dem Museum überlassen, wie diese Seite einer Zeitung aus dem Jahr 1936. Aber auch einige Zettel und Notizen fanden sich, die in einem Fall jedoch für Verwirrung sorgen.
Also im konkreten Fall war es ja auch so, dass eine Liste über das ausgereichte Schulessen, über das Mittagbrot von 1875 datiert ist. Wir wissen aber, die Schule ist 10 Jahre später erst im Bau begonnen worden und dann ein Jahr später auch fertig geworden, also 1886. Wie dann eben diese Liste über das Schulessen unter den Dielen landete, das ist mir unerklärlich. Die Arbeiten am Fußboden sind in allen 3 Etagen, zumindest was die Reinigung betrifft, abgeschlossen. Mehr an Funden ist daher wohl nicht zu erwarten. Allerdings hofft Thomas Gröbe schon, hier vielleicht noch die eine oder andere Geschichte herauszubekommen. Ja, sicherlich bei dem einen oder anderen Fundstück. Das gilt es ja noch zu recherchieren. Vielleicht ist damit das eine oder andere Geheimnis verbunden. Wir hatten ja auch zwischenzeitlich eine Nutzung durch die Wehrmacht für das Gebäude und es war auch Lazarett gewesen, kurz nach dem Krieg. Wir haben unter anderem eine Erkennungsmarke gefunden von der Wehrmacht. Die würden wir jetzt dem Bund der Kriegsgräberpflege übergeben. Vielleicht kann man da auch noch mal recherchieren, ob damit ein Einzelschicksal verbunden war. Nach der Wende war die Musikschule eine Zeit lang Gericht mit im Keller installierten Gefängniszellen. Diese wird es übrigens auch künftig geben. Die Zellen bleiben, die bekommen dann die Mieter zur persönlichen Verfügung. Also die können das dann gern als Abstellraum nutzen. Vielleicht wird doch mal das unartige Kind oder der unartige Mann für eine halbe Stunde weggesperrt. Aber es wäre schade, das einfach wegzunehmen. Im Grunde genommen, die Raumaufteilung ist ganz einfach so, dass das für den Mieter ein guter Keller ist. Wer den Kellerbereich aus Musikschulzeiten kennt, der weiß, Kopf einziehen war hier Pflicht. Das ist nun nicht mehr nötig, denn er wurde abgesenkt auf das Niveau von einst. Ist sich der Planer sicher? Ja, also wir haben ja das alte Ziegelpflaster geborgen, haben dann den Kellerboden wieder abgesenkt und sind eigentlich auch auf Schichten gestoßen, wo wir dann gesagt haben, ja, das ist auch wirklich die alte Tiefe, die wir jetzt erreicht haben. Also sprich, es lagen dort verschiedene Ziegelplatten in einer Höhe, die genau dem entsprechen, wie wir sie heute wieder tiefer gelegt haben. Und ja, und jetzt kann man auch durch den Keller wieder gehen, ohne dass man sich den Kopf stößt. Alte Häuser haben irgendwie etwas Faszinierendes. Eigentlich schade, dass so vieles von dem Charme dann wieder hinter Putz versteckt wird. Liebe Zuschauer, bei uns geht es jetzt weiter mit einem ersten Nachrichtenüberblick aus der Region. Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Dienstagnachmittag auf der B98. In Ramenau war in einer Kurve ein Mazda nach links abgekommen und mit einem VW im Gegenverkehr kollidiert. Dessen Fahrer wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Einzelheiten zu weiteren Verletzten und der Schadenshöhe lagen zu Redaktionsschluss noch nicht vor. Am Kinder- und Jugendzentrum der Arbeiterwohlfahrt in Hoyerswerda ist jetzt mit ersten Arbeiten zur geplanten Fassadensanierung begonnen worden. Derzeit wird der Kellerbereich trockengelegt, im Anschluss wird die Einrüstung des Gebäudes an der Schulstraße erfolgen. Vorgesehen ist, den Putz komplett zu erneuern, wobei die Mosaike natürlich erhalten bleiben. Auch alle Gitter werden aufgearbeitet, erklärt AWO-Geschäftsführer Thorsten Ruban C. Die Kosten sind mit 380.000 Euro veranschlagt, allein der Denkmalschutz verschlingt 190.000 Euro. Mit der Fertigstellung wird auch das letzte Gebäude im Bereich das triste Grau abgelegt haben. Wer unerlaubte Waffen, Munition oder Geschosse in seinem Besitz hat, kann diese bis zum 1. Juli 2018 bei jeder Polizeidienststelle und den Waffenbehörden abgeben. Eine Strafverfolgung wird es nicht geben, informiert das Innenministerium. Grund für diese Regelung ist eine Verschärfung des EU-Rechtes, das nun umgesetzt werden muss. Dabei sind künftig zahlreiche Waffen und bestimmte Munitionsarten nicht mehr erlaubt. Dieses neue Verbot betrifft panzerbrechende Munition, Munition mit Spreng- und Brandsätzen, Munition mit Leuchtspursätzen sowie Geschosse für diese Munition. Ferner fällt unter das Verbot auch die Munition mit Geschossen, die einen Hartkern enthalten. An die hiervon betroffenen Besitzer richtet sich die jetzt geltende Amnestie im Waffengesetz.
Nach einer kurzen Pause melden wir uns mit weiteren Meldungen aus dem Elsterwelle-Sendegebiet zurück. Bleiben Sie also dran. Im Möbelzentrum Großrächen können Sie sich jetzt Ihr Urlaubsgeld sowie viele weitere Vorteile sichern. Das heißt, Möbel kaufen und trotzdem in den Urlaub fahren. Sichern Sie sich jetzt. Vorteil 1. Wir schenken Ihnen beim Möbel- und Küchenkauf bis zu 3.000 Euro. Vorteil 2. Als Taschengeld für Ihren Urlaub schenken wir Ihnen ab 500 Euro Einkaufswert volle 100 Euro. Und Vorteil 3. Nutzen Sie unsere Sommerfinanzierung mit 0% Zinsen. Sprechen Sie uns einfach an und sichern Sie sich Ihr Urlaubsgeld. Möbelzentrum Großrächen. Das größte Möbelzentrum in der Lausitz. Direkt an der B96. Schön, dass Sie weiter mit dabei sind. Es folgen Nachrichten kurz und kompakt zusammengestellt. Bei den Schnurrbart-Tamarinen im Hoyerswerder Zoo gibt es Nachwuchs. In der vergangenen Woche kam ein Jungtier zur Welt. Das nicht einmal 10 cm große Krallenaffen-Jungtier ist der erste Nachwuchs des neuen Zuchtpärchens. Die 6-jährige Mutter kam erst im September in den Zoo Hoyerswerda. Noch steht das Geschlecht des kleinen Bartträgers nicht fest. In ihrer Anlage direkt hinter den Pinguinen ist es aber bereits zu sehen. Sollten die Affen dort nicht zu finden sein, tummeln sie sich vielleicht auf ihrer Außenanlage in der Fasanerie. Ursprünglich hatte das Affenpärchen Zwillinge, so wie es bei den kleinen Krallenaffen üblich ist. Jedoch ist die Sterblichkeit der Jungtiere recht hoch. Das Geschwisterchen des kleinen Affen im Zoo Hoyerswerda verstarb nach nur wenigen Tagen. Erneut gab es auf der A4 zwischen Ottendorf-Ockrilla und Pulsnitz einen Unfall im Baustellenbereich. In der Nacht zum Dienstag hatte der Fahrer eines Transporters die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, war erst gegen die Leitplanke gekommen und dann umgekippt. Der 41-Jährige blieb unverletzt. Allerdings war die Autobahn in Richtung Dresden ab Mitternacht fast 4 Stunden lang nicht passierbar. Einigen Reisenden fehlte offenbar die Geduld, stehen zu bleiben. Sie wendeten und fuhren durch die Baustelle entgegen der erlaubten Fahrtrichtung zurück. Eine Streife des Kamenzer Polizeireviers hat in der Nacht zum Dienstag 3 Blumendiebe erwischt. Die Männer im Alter von 33 und 36 Jahren waren im Besitz von 2 Blumenampeln, als die Beamten sie kurz nach Mitternacht auf der Macherstraße kontrollierten. Auf die Herkunft der Pflanzen angesprochen, gaben die Tatverdächtigen an, diese von einer nahen Apotheke mitgenommen zu haben. Die Polizisten stellten den Blumenschmuck sicher und leiteten ein Strafverfahren ein. Ein 17-jähriger Radler hat am Montag in Hoyerswerda einen Unfall verursacht. Der Jugendliche fuhr mit seinem Bike von der Parkplatzzufahrt in der Brechtstraße und hatte dabei offenbar einen Audi übersehen. Beim Zusammenstoß stürzte der junge Mann, blieb aber unverletzt. Die Schadenshöhe am Auto wird mit rund 400 Euro angegeben. In der Nacht zum Dienstag ist in Bischofswerda ein VW Scirocco gestohlen worden. Der 8 Jahre alte Pkw hat einen Wert von etwa 10.000 Euro. Die Soko Kfz für die weiteren Ermittlungen. Am 6. August laden das Christlich-Soziale Bildungswerk Sachsen und das Lausitz-Center zu ihrer traditionellen Radwanderung ein.
Die geplante Tour ist 45 Kilometer lang und führt entlang des Radwegs am Scheibesee bis nach Weißkolm, weiter um den Dreiweiberner See bis zur Pyramide am Loser Strand, wo ein Frühstück auf die Teilnehmer wartet. Danach geht es zurück nach Hoyerswerda auf die Kinder- und Jugendfarm. Trainierte Kinder ab 8 Jahren können sie aus eigener Kraft auf einem Rad bewältigen. Für Jüngere ist eine Mitfahrgelegenheit empfehlenswert, etwa Kindersattel oder Rikscha-Anhänger. Teilnehmer werden gebeten, sich im Vorfeld anzumelden, damit das Frühstück bestellt werden kann. Dies ist telefonisch unter 03571 4 23 70 möglich. Die Teilnahme an der Tour ist kostenlos. Auszubildende können finanzielle Zuschüsse erhalten, wenn sie ihre Lehre auswärts absolvieren. Dafür wird die Bundesausbildungsbeihilfe gezahlt, weist die Arbeitsagentur jetzt hin. Für das beginnende Ausbildungsjahr sollten bereits jetzt die Anträge gestellt werden, denn rückwirkend gibt es kein Geld. Mit dem sogenannten BAB-Rechner im Internet kann jeder Azubi bequem von zu Hause aus errechnen, ob und wie viel Zuschuss ihm zustehen. Der Online-Rechner ist unter www.babrechner.arbeitsagentur.de zu finden. Die Antragstellung kann übrigens auch im Internet unter arbeitsagentur.de erfolgen. Das Thema Schädlinge steht auch heute im Mittelpunkt unserer Servicezeit Garten. Bakterien und Pilze werden sozusagen genauer unter die Lupe genommen. In ihrem Ort ist etwas passiert und die Elsterwelle war nicht dabei. Dann berichten Sie doch selbst einfach Ihre Informationen möglichst mit einem aussagekräftigen Foto an info@elsterwelle.de senden. Wir freuen uns auf Ihre elektronische Post. Kontaktdaten bitte nicht vergessen. Zu den Klassikern im Garten gehören auch die Pilze. Wer kennt sie nicht? Phytophthora an Kartoffeln oder auch an den Tomaten, Sternrußtau an Rosen, Grauschimmel an Erdbeeren oder auch der echte bzw. der falsche Mehltau an Rosen und diversen Kulturen. Pilze schaden vor allen Dingen durch den Verlust an Blattmasse. Die braunen Punkte können nicht mehr assimilieren und somit ist die Pflanze in ihrer Assimilationsfläche eingeschränkt und bei günstigen Witterungsbedingungen kann es uns ja passieren, dass innerhalb von einer Woche von einem Punkt das gesamte Blatt plötzlich braun ist und entfällt fürs Wachstum. Pilze überwintern als Sporen im Boden bzw. an infizierten Pflanzenteilen. Sobald es warm wird, ab 12 bis 15 Grad, fangen die Sporen an zu keimen und werden durch Wind, Feuchtigkeit, Spritzwasser an die entsprechenden neuen Wirte verteilt und fangen dort an, eine neue Generation zu bilden. Sie sehen das deutlich daran, dass ein Pilz Feuchtigkeit braucht, dass der Befall generell an der Blattspitze beginnt, dort, wo sich am längsten der Tau hält, beziehungsweise nach einem Regen der letzte Regentropfen immer noch an der Blattspitze zu finden ist. Also wenn Sie kontrollieren Sie Ihre Blattspitzen als erstes. Aktuell befallen oder große Gefahr besteht für die Kartoffel. Wir haben es nicht zu warm, nicht zu kalt. Wir haben immer mal wieder einen Schauer. Das heißt, wir haben ständige Blattfeuchtigkeit und optimale Bedingungen für den Pilz. Bekämpfung dieser Gruppe sind die sogenannten Fungizide. Wir haben die Möglichkeit einmal der Kontaktfungizide. Das heißt, diese Produkte auf der Basis von Schwefel oder Kupfer, was jedem bekannt wird, wirken vorbeugend. Das heißt, sie müssen ausgebracht werden, bevor ein Befall da ist. Wenn es dann einmal schon passiert ist, können wir damit nicht mehr allzu viel retten. Dann muss ich umsteigen auf die teilsystemischen bzw. systemischen Fungizide, die dann eine Bekämpfung der Krankheit vornehmen können. Wichtig ist, das Motto wäre den Anfängen. Das heißt, ich muss, sobald der erste Befall da ist, muss ich anfangen zu reagieren, weil die Blattfläche, die einmal nekrotisiert ist, nicht wieder gesund wird, sondern ich muss sehen, dass der Neuzuwachs gesund bleibt
und der Pilz sich nicht von den alten befallenen Blättern auf den Neuzuwachs ausbreitet. Am besten ist natürlich die beste Bekämpfung oder eine ganz wichtige Bekämpfung ist die vorbeugende Bekämpfung. Das heißt, ich sollte den Pflanzabstand einhalten, nicht zu dicht, um eine Verbreitung des Pilzes von einem Blatt auf das andere zu minimieren. Was sich eingebürgert hat, dass die Tomaten zum Beispiel unter Zelten gemacht werden, um die Blattfeuchtigkeit von oben zu minimieren und mit großem Erfolg das gemacht werden kann. Falscher Mehltau, echter Mehltau unterscheidet sich, dass der echte Mehltau auf der Blattoberseite ist und abgewischt werden kann. Falscher Mehltau finden Sie auf der Blattunterseite. Wenn es geregnet hat und ein bisschen warm ist, einen gräulichen Rasen. Beachten bei der Wahl der Spritzmittel Wirkung gegen echten Mehltau und Wirkung gegen falschen Mehltau. Sprich, gerade in der Gurke, die hauptsächlich vom falschen Mehltau befallen wird, wiederum bei der Rose finden Sie häufig den echten Mehltau. Beachten unterschiedliche Produkte bei unterschiedlichen Krankheiten. Nicht immer, wenn die Pflanze nicht gut aussieht, ist ein Schädling am Werk. Teilweise sind wir selbst dran schuld. Erstes Thema, Nährstoffmangel. Stickstoff, Kali, Stickstoff, Phosphor, Kali, die Grundnährstoffe haben wir vielleicht halbwegs im Griff, aber die Mikronährstoffe spielen auch eine bedeutende Rolle im Haushalt der Pflanze. Ein wichtiges Element ist das Bor. Gerade Kohlpflanzen, sprich Kruziferen, haben einen erhöhten Bohrbedarf. Und wenn Ihr Blumenkohl in der Mitte fault und Sie diesen aufschneiden und in der Mitte die sogenannte Herz- und Trockenfäule feststellen, ist das keine Krankheit, sondern es ist Bohrmangel. Weil jede Kulturart hat ihren spezifischen Nährstoffbedarf, den ich beachten sollte. Weiterhin möchte ich erwähnen den Schwefel. So schön wie es ist, dass unsere Luft sauber ist, aber der Schwefel als Nährstoff, der früher durch den Kohlestaub zugeführt worden ist, muss jetzt von uns mit zugeführt und beachtet werden. Ich empfehle jedem eine regelmäßige Bodenanalyse. Entweder sprechen Sie Ihren Spartenvorsitzenden an, dass der das für Sie alle organisiert. Das ist nicht viel Geld und es hilft Ihnen, gezielt Ihren Boden auf den notwendigen Nährstoffhaushalt aufzudüngen. Auch Kalk spielt eine bedeutende Rolle, weil der pH-Wert ist dafür verantwortlich, dass die verschiedenen Nährstoffe auch verfügbar sind. Das heißt, im sauren Bereich werden Phosphor zum Beispiel festgelegt und im stark basischen Bereich sind andere Nährstoffe nicht verfügbar. Der pH-Wert des Bodens sinkt automatisch, weil die Pflanzenwurzeln scheiden Stoffe aus, die den Boden zwangsläufig mehr und mehr versauern. Und somit ist ein vierjähriger Kalkungszyklus angebracht in der entsprechenden Menge. Und das Gegenteil der Unterversorgung ist natürlich die Überversorgung, die genauso Schäden an der Pflanze verursachen kann wie der Mangel. Wichtig ist auch zu beachten, dass bei Überversorgung an Stickstoff der Nitratgehalt der Pflanze zu hoch ist und es somit auch ihr Gemüse nicht so wertvoll ist, wie Sie es denken. Auch mechanische Verletzungen, wie sie beim Hacken und Pflegen passieren können diverse Nekrosen erzeugen. Ebenso intensive Sonneneinstrahlung kann zu Besprenkelungen des Blattes führen, was nicht unbedingt eine Schadursache ist. Und ebenfalls natürlich die Wasserversorgung. Welkende Pflanzen, trocknende Pflanzen bringen auch Schäden, die dann zeichnen. Wie Paracelsus schon sagte, die Dosis macht das Gift. Das, was für uns Menschen die Arzneimittel sind, sind für die Pflanzenschutzmittel. Das heißt, auch hier gilt es, die Gebrauchsanweisung zu lesen und einzuhalten, sprich die Konzentration richtig zu bemessen, aber auch den Brüheaufwand pro Quadratmeter beachten. Karenzzeiten einhalten, das heißt die Zeit von Wartezeit bis zur Ernte, um selber nicht Reste vom Pflanzenschutzmittel aufzunehmen. Dann sehe ich als Grundsatz, auch wenn es bei manchen Herbiziden steht, generell spritzen, nicht gießen. Nicht bei intensiver Sonneneinstrahlung spritzen, denn auch das kann zu Nekrosen auf den Blättern führen. Ebenfalls beachten, bei zu starken Winden gelangt die Spritzbrühe dorthin, wo sie nicht soll. Sprich, sie haben eine zu hohe Abdrift, was einerseits die Umwelt verschmutzt, aber auch am Zielobjekt kommt nicht genug auf.
wie schon erwähnt, bei den Insektiziden die Bienengefährlichkeit beachten. Und letzter, aber wichtiger Punkt ist, Pflanzenschutzmittel frostsicher lagern und vor allen Dingen unzugänglich für Kinder aufzubewahren. Und wenn Sie das alles beachten, denke ich, werden Sie Erfolg im Pflanzenschutz haben. Und bedenken Sie auch bitte, der chemische Pflanzenschutz, wie schon häufig erwähnt, ist am Ende eine Reihe von Maßnahmen, von der Düngung über die Fruchtfolge, über mechanische vorbeugende Bekämpfung. Und wenn das alles nicht hilft, dann muss ich leider zum chemischen Präparat greifen. Das Elsterwelle Kalenderblatt. Am 26. Juli 2012 sind in Wittichenau sogenannte Stolpersteine verlegt worden. Auf Initiative der Pfadfinder wurde zur Familie Neufeld recherchiert und die Gedenksteine am Haus Hoskerstraße 30 versenkt. Sie sollen an den jüdischen Textilhändler Hermann Neufeld und seine Frau sowie seine drei Kinder erinnern. Die Familie wurde 1938 von den Nationalsozialisten aus Wittichenau deportiert und 1942 in Galizien ermordet. Auf den Pflastersteinen großen Quadern sind Name und Lebensdaten der Opfer in Messing eingraviert. Das Elsterwelle Kalenderblatt. Im Cinemotion in Hoyerswerda wird am Mittwochvormittag zum Seniorenkino eingeladen. Ab 10 Uhr wird der Streifen Monsieur Claude und seine Töchter gezeigt. Exotische Haustiere stehen am Mittwoch im Fokus auf der Kinder- und Jugendfarm in Hoyerswerda. Kinder erfahren viel über und erleben einige Exoten. Daneben gibt es noch vieles mehr auf der Farm zu entdecken. Ab 14 Uhr ist offener Freizeittreff mit allen Angeboten und dem Weiterbau der Kletterhütte. Im Pool kann gebadet werden. Skat und Kaffeeklatsch, organisiert vom Nachbarschaftshilfeverein in Hoyerswerda, ist am Mittwoch wieder im Plauderstübchen der AWO in der Münsterstraße 26. Es öffnet um 14 Uhr. Auf der Beachvolleyballanlage an der Straße des Friedens kann dann ab 18 Uhr Freizeitvolleyball gespielt werden. Gitarrenmusik erklingt heute beim Club Nachmittag des Spätlesevereins in der Broilerbahn Hoyerswerda. Er beginnt um 14 Uhr. Sommerfest wird heute im Pflegepark Fischer und Salowski in der Schulstraße 4 in der Hoyerswerda Altstadt gefeiert. Los geht es 15 Uhr mit großer Kaffeetafel und selbstgebackenem Kuchen. Für gute Unterhaltung sorgen Paul und Pauline und DJ Jens. Mit Eisspezialitäten verwöhnt sie Eisulli. Im Jugendhaus in Lauter am Lessingplatz ist heute Spielenachmittag. Es öffnet um 16 Uhr. Zudem erwarten die Gäste auch offene Angebote. Im Cinemotion in Hoyerswerda ist heute Abend Kino für Kenner. Ab 18.25 Uhr läuft der Film Ihre beste Stunde, Drehbuch einer Heldin. Und die AfD-Landesvorsitzende Sachsen, Frauke Petri, kommt heute nach Hoyerswerda. Sie stellt das Programm der AfD zur Bundestagswahl vor. Danach stellt sie sich mit dem Direktkandidaten in unserem Wahlkreis Carsten Hilse den Fragen aus dem Publikum. Die Veranstaltung findet im Bowling Center in Hoyerswerda statt und beginnt am Mittwoch um 19 Uhr. Nachts gelegentlich Regenschauer, dazu Tiefstwerte um 15 Grad. Am Mittwoch meist stark bewölkt und nur noch zeitweise Regen, dessen Intensität abnimmt. Es soll wieder bis knapp 20 Grad warm werden. Am Donnerstag und Freitag erwartet uns ein Wechsel aus Sonne und teils kompakteren Wolken mit Regenschauern und kurzen Gewittern. Mit knapp über 20 Grad maximal zieht die Temperatur auch langsam wieder an. Ab Samstag wird es dann wieder freundlicher. Das Team der Drehscheibe Lausitz wünscht Ihnen jetzt noch einen angenehmen Dienstagabend. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch morgen wieder einschalten zur Drehscheibe Lausitz.